Was tust du denn da krank wohl? Sie verewigen hier? Ja. Also bei Ihnen halt, muss alles gleich kaputt sein. Ja, warum? Ich berühre doch den Tisch kaum. Berühren? Was haben Sie für ein Instrument mehr? Das ist mein Nagelputzer, den habe ich immer dabei. Was? Eine Hörgabel haben Sie doch. Nein. Hören Sie mal auf mit diesem Hörgabel. Das ist doch eine Frechheit. Körperpflege können Sie daheim machen. Es gibt ja keine Arbeit. Arbeit, aber es zieht sich nicht mehr. Man muss gepflegt kommen und gepflegt gehen und Bildung haben wir ja. Dann kommen Sie zuerst einmal gepflegt. Ja. So wie Sie ausschauen. So wie Sie ausschauen, so wie Sie schauen gut aus, Meier. Ja, aber wie Sie riechen. Wie Sie riechen, ja. Sie riechen nach Stall, Meier. Hören Sie auf Sie. Ja, und Sie? Ja, ich bin nicht parfümiert, Meier. Ja, nicht baden. Ich möchte mir das aus, bitte, Meier, die Sie kümmern sich. Sie baden jeden Tag in Lägele. Das macht mich nervös, Meier. Es macht mich buchstäblich nervös. Nach einmal und Sie bekommen eine. Ja, jetzt schon mal. Ja. Herr Kommissar. Der Stuhl ist gebrochen. Herr Kommissar. Keiner sagt. Sie demolieren die Einrichtung. Weiß nicht. Sie Blödmann, Sie! Was heißt Ihr Blödmann? Ja, helfen Sie, Meier! Ja, helfen ein Arzt, Sie! Ein Arzt, Meier! Ich bin kein Potifilter! Ein Arzt, Meier! Ein Arzt, Meier! Oh! Oh, mein Bein, Meier! Oh! Helfen Sie, Meier! Oh! Danke, Meier, danke!